Ja, hier gibt es noch Glückwünsche. Gratulation zum Europameister Thilo Schneider. Das erste Resümee zum Kampf. Ja, es war ein sehr guter Kampf. Ich habe mich auf den Kittler sehr gut vorbereitet. Ja, ich wusste, er ist Boxer, sehr stark. Aber heimlich hat er die Beine trainiert. Die kamen nämlich sehr gut. Hat mich ein bisschen überrascht, aber super Leistung, dass es so passiert ist. Wir hätten es auch noch Punkte machen können. Was war denn Ihre Strategie für den Kampf? Eigentlich viel Knie, ja. Aber dann habe ich das Interview auf Sat 1 gesehen, wo er gesagt hat, dass Thilo haut immer Knie. Da habe ich gesagt, dann machst du nicht so viele. Also definitiv ein kleiner Vorteil. Welche Tipps gab es denn vom Trainer zwischendurch? Also ich habe einen sehr guten Trainer, das ist der Giuseppe Partani, der war schon lange bei uns. Den habe ich extra wieder einfliegen lassen aus Italien. Der hat mich sehr gut vorbereitet, rein boxerisch. Auch sehr viel, er ist Boxer, ja. Weil ich gedacht habe, es kommen sehr viele Hände. Ja, ich war gut eingestellt. Beiden Trainern, Timo Seidel, Giuseppe Partani, vielen Dank. Und jetzt ist natürlich der Europameistertitel da. Steht denn auch eventuell eine Herausforderung an Johnny im Raum um den Titel des Weltmeisters? Ja, sehr gerne. Aber Johnny, der ist ein paar Klassen höher wie ich. Der ist ein bisschen schwer, der haut mich zu Brei. Ja, in meiner Gewichtsklasse gerne. Ja. Dann sage ich vielen herzlichen Dank und nochmal Gratulation zum Europatitel. Einen kleinen Moment, noch eine kurze Ansage. Und natürlich wünsche ich ihm viel Glück für seinen Kampf jetzt, Johnny. Machst du auf jeden Fall. Ich habe volles Vertrauen. Danke dem Publikum von uns, Nubia Sports, dass alle dabei waren. Und ja, vielen Dank, Sat 1.